Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich habe mit euch heute ein bisschen größeres Projekt vor, was wir vielleicht auch in zwei zerlegen, das muss ich mal gucken. Also in zwei Videos. Und zwar hat mein Großer zur Taufe von seiner Tante diese Box hier bekommen. Da haben wir jetzt alle Bastelsachen von ihm rein: Washi-Tape, Stifte, hier so Teile, mit denen er, also Ausstanzungen von mir, die er zum Kleben nehmen darf. Das sollte eigentlich auch ein Kleber sein. Ich will, glaube ich, nicht wissen, wo der abgeblieben ist. Ja, also der hat diese Kiste bekommen und ich finde die wahnsinnig toll, weil er genau weiß, das sind die Bastelsachen, mit denen er arbeiten darf, ohne mich zu fragen. Und das will ich für den Kleinen jetzt auch machen, dass der Kleine auf Dauer eben auch seine Bastelsachen so aufräumen kann. Und damit nicht irgendwie ein Geheule ist, dass eine größer, eine kleiner ist, bin ich jetzt hingegangen und habe die hier komplett vermessen und möchte die nachbauen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Und ihr seid mit dabei. Bis gleich. Was wir brauchen, ist Graupappe. Und zwar habe ich gedacht, ich fange jetzt mal an. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Das ist wie so ein Buchdeckel. Also wir haben hier drei Seiten wie von einem Buch und da drin ist dann die Schachtel reingesetzt. Ja? Das heißt, ich habe jetzt diesen Buchdeckel, den Rücken und die Unterseite habe ich jetzt vermessen und komme. Also brauche dann dafür zwei Teile. 23 mal 14 cm brauche ich zweimal und einmal 11 cm mal 23 cm. Und die Teile muss ich so aneinander machen, damit ich eben diese bekomme. Und hier kommt dann die eigentliche Schachtel drauf. Gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. So, jetzt können wir loslegen. Ihr braucht Nassklebeband oder aber, also Nassklebeband und Wasser, oder gutes, festes Papier. Also mit fest meine ich reißfest. Ja, also da müsst ihr wirklich, da dürft ihr dann nicht am Geld sparen, das muss gutes Papier sein. Und Kleber, damit geht es genauso. Ja. Und wir schneiden uns jetzt das Nassklebeband. Na, nimm mal die große. Ein bisschen länger zu, als wir es brauchen. So, zwei Stücke ein bisschen länger. Also sind jetzt 23 Zentimeter hier von der Länge und ich habe jetzt 26 cm gemacht und zwei Stücke minimal kürzer. So, wie gesagt, es geht auch mit einem guten Papier und mit Kleber, wer kein Nassklebeband hat. Ich lege euch das nochmal hier oben hin, dass ihr das wirklich seht. So, dann brauchen wir Wasser. Ich habe das, also da kann man ja ganz viele verschiedene Spritzer kaufen. Ich habe einfach eine alte Deo-Flasche. Theoretisch, jo, praktisch auch, super. Und da kleben wir dann das einfach fest. Man muss immer so ein bisschen Abstand lassen. Man sagt immer etwa anderthalb bis zweimal so dick, wie die Pappe dick ist. Ich mache das immer per Augenmaß und bis jetzt hat das immer funktioniert. Ich hatte mir mal so einen Abstandshalter gemacht, aber den finde ich gerade nicht. So, dann die kürzere noch.
Na, jetzt gucken, dass ihr die richtigen Teile aneinander baut. Dieses Nassklebeband ist wirklich, sobald das klebt, ist das bombenfest. Aber wie gesagt, wer das nicht hat, das kriegt man im Künstlerbedarf zum Beispiel. Also das nimmt man fürs Aquarellmalen ursprünglich. Gibt es wie gesagt im Künstlerbedarf, aber geht auch mit normalem, mit ja, Cardstock, der aber halt wie gesagt, da müsst ihr gucken, dass ihr eine ordentliche Qualität habt, sonst reißt euch das auf Dauer. So, jetzt muss das definitiv erst trocknen. Wenn ich jetzt anfange, das weiter zu bearbeiten, dann kann es sein, dass das Papier reißt. Das Nassklebepapier, Nassklebeband heißt es, glaube ich, ist super toll, sobald es trocken ist. Solange es nass ist, ist das empfindlich. Deshalb das einfach liegen lassen und wir kümmern uns um die eigentliche Box und schauen uns das dann nachher an. So, für die eigentliche Box brauchen wir jetzt im Endeffekt nur die Seitenwände, weil wir ja den Boden gegeben haben durch diesen Buchdeckel. Ja. Das heißt, wir brauchen die langen Seiten und die kurzen Seiten, und zwar 2x22 cm x 10,5 cm und 2x10,5 x 13,5 cm. Und bauen das jetzt genauso zusammen, wie wir das eben auch gemacht haben. Wir brauchen unser Nassklebeband. Da brauchen wir jetzt insgesamt 4 Stücke, die länger sind. Und da kommt es wirklich nicht auf den Millimeter an. Hier jetzt, nachher brauchen wir Stücke, die genau zugeschnitten sind. Hier ist es schon mal ganz leicht nass geworden, seht ihr. Funktioniert trotzdem noch. 1, 2, 3, 4. Fehlt noch eins. So. Und wieder 4 Stücke, die ein mini bisschen kürzer sind. Wie gesagt, hier kommt es nicht drauf an. Wer möchte, darf das natürlich gerne ausmessen. Hier bringen. Es ist noch nicht ganz getrocknet, aber wir können schon mal ganz vorsichtig, aber wirklich nur ganz, ganz vorsichtig. Ja. Wie gesagt, das Papier ist sehr, sehr anfällig, solange es nass ist. So, und jetzt müssen wir das hier drauf kleben. Das war jetzt hier so, dass hier so ein kleines, also das seht ihr jetzt natürlich nicht, ich wollte es euch zeigen, aber ihr seht es nicht. So, dass hier so tatsächlich so ein kleiner Überstand ist an allen Seiten. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am geschicktesten machen. Das muss ich schon rumwickeln, glaube ich. Okay, jetzt ist auf jeden Fall unser Ziel, den Kasten hier drauf zu kriegen. Oh, jetzt müssen wir das noch vorbereiten. Wie gesagt, jetzt ist es trocken. Jetzt kann man da, also ich würde nicht sagen mit aller Gewalt, irgendwann reißt es natürlich trotzdem, aber ziemlich gutes bearbeiten, ohne dass das reißt. Wie gesagt, im nassen Zustand ist das sehr empfindlich. Im trockenen Zustand kann man da ziemlich viel mit anstellen. So, jetzt gucken.
gucken wir mal, ob ich richtig gemessen habe. Ja, perfekt. Ist genau passend zugeschnitten. Also auch nicht auf den letzten Millimeter, aber ziemlich genau, weil ich das ja jetzt von außen und von innen versäubern muss. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich gehe mal ein Stück hoch, dann seht ihr es auf jeden Fall. Also ich muss ja jetzt hier von außen versäubern und das Ganze von innen auch noch. Und da habe ich es jetzt ziemlich genau zugeschnitten. Also immer im 0,5 cm kleiner als die Pappe, damit es also wirklich gut hinpasst. So. Und das machen wir jetzt ringsrum. Hier habe ich jetzt natürlich diesen, was so ein bisschen raussteht, was die eigentliche Schachtel auch hatte, was ich aber jetzt im Nachhinein feststelle, gar nicht so gut ist. Also wenn ihr das nachbastelt, könnt ihr die vielleicht, also die untere doch noch ein bisschen schmaler machen, dass die exakt passt. Wahrscheinlich habe ich die Dicke der Pappe ein bisschen falsch berechnet, weshalb ich jetzt hier leider diesen Überstand nicht habe, den ich eigentlich hätte haben wollen, den ich an den Seiten ja habe. Also vielleicht einfach anstatt, jetzt gucken, welches das war das hier, vielleicht macht er anstatt 14 cm, na, fast sogar 14,5. Ja, dann müsste das gut passen, wenn ihr es mit Überstand machen wollt. Genau, und jetzt mache ich die Sache noch nach innen. Und dann, also dann mache ich euch Musik drüber. Und dann versäubern wir die Sachen noch, aber da melde ich mich dann vorher wieder. Jetzt, wie gesagt, erstmal die Sachen innen und dann... Zum Versäubern habe ich mir jetzt wieder die Sachen zurechtgeschnitten. Das haltet ihr einfach dran und schneidet das dann auf die Länge, die ihr wollt, zurecht. Und dann könnt ihr mit Versäubern loslegen. Unsere Kiste ist jetzt soweit fertig. Ich habe zwar schon einige Kisten gemacht, aber noch nie so eine Buchkiste. Und jetzt merkt man zum Beispiel, dass ich hier nicht gut gemessen habe. Also hier drüben habe ich quasi keinen Überstand. Hier habe ich ein bisschen mehr. Aber da das ja eine Spielebox für meine Kinder wird, das heißt, das ist eh so eine Sache, wie lange die überlebt, habe ich jetzt beschlossen, dass ich so lasse und irgendwann nochmal übe. Wie gesagt, normale Boxen mache ich relativ viel. Also ich habe hier mir mal eine selbst gemacht, wo mein ganze Embellishments drin sind, oder auch für verschiedene Spiele für die Kinder. Also das ist wirklich toll.
Ich habe eine ganz große 12x12 Box, beziehungsweise sogar ein bisschen größer als 12x12, wo ich alle meine Designerpapiere drin habe. Das kann ich euch ja auch nochmal zeigen irgendwann, wie ich die sortiere. Ja, wie gesagt, das war jetzt mein Experiment so und es ist, naja, schief gegangen, ist vielleicht übertrieben, aber es ist nicht so schön, wie ich das eigentlich gerne gehabt hätte. Aber so ist es jetzt. Ja, ich bin nicht so die Genaue, das weiß ich, dass ich nicht die Geduld habe, um genau zu sein. Deshalb, das passt, wie gesagt, das ist ja eine Kinderspielebox. So, dann habe ich mir jetzt ein bisschen DSP zugeschnitten, mit dem ich jetzt die Sachen, die man nachher sieht, verkleide. Also ich fange hier oben an, lege das hier außen rum, ja, dass das hier ein Stück Papier ist und dann verkleide ich den Rest. So, und das hier stört mich jetzt relativ wenig. Lieber so, als dass nachher irgendwo Kleber fehlt. Das kann man mit einem guten Radierer oder wenn ihr sogar habt, so einen Klebemittelradierer, da kann man das ganz gut wieder wegmachen, wenn da was überläuft. Oder ist, wie gesagt, eh eine Spielekiste für Kinder, die Original, was der Große gekriegt hat, ich kann das ja nochmal zeigen, ist komplett mit Stiften eingemalt mittlerweile. Deshalb da, wie heißt es so schön, muss man keine Doktorarbeit draus machen. Meiner Meinung nach, wer perfekt ist, darf das natürlich gerne tun. Das Papier wieder ein bisschen vorbereiten, dass es sich nachher freiwillig knicken lässt, ohne zu reißen. So sieht sie bis jetzt aus, die Box. Und im nächsten Video würde ich mit euch dann den Einsatz machen, der noch reinkommt. Ja, ich hoffe, soweit hat es euch gefallen. Vielleicht kann man die Box auch mal so nachmachen, ohne Einsatz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!